Guten Abend und willkommen zurück zu Amnesia 2 im Machine for Pigs. Genau das. Ich esse gerade. Oh Gott, als ob wir besoffen sind, ne? Ich bin irgendwie so hype und. Ja, du bist wirklich hyper. Kein Werkszugang für fremde Anmeldungen beim Pförtnerhaus. Okay, mal zum Pförtnerhaus, Mensch. Mach ich. Vielleicht sitzt da ja einer drinne. Hallo, Anmeldung? Vielleicht ein totes Schwein. Sag mal, was ist denn mit dir los? Weiß ich nicht. Ey, es ist Ich schrecklich, hast du hab. nicht mal Mate getrunken? Nee, auch viel Kaffee getrunken. Hast du? Ja. Wieso? Was hast du, wie viel Kaffee hast du denn getrunken? Du hast heute Morgen die Kaffeemaschine angelassen. Die Ja. habe ich alle getrunken. Nämlich einen neuen. Ja, aber da war ja nicht mehr viel drinne. Was? Heute Morgen. Zwei Tassen. Quatsch. Doch. Nein. Doch. Zwei Nee, da Tassen. war eine drinne. Ich habe zwei Tassen rausgekriegt. Ja. Ich krieg manchmal ganz Kaffee leer, ey. Heilige Befehle. Diese Kirche scheint mit dem Werk verbunden zu sein. Bindestrich. Wie merkwürdig. Dennoch weist sie mir angesichts der geschlossenen Türen um die Tankstelle herum einen weiteren Weg in den Hauptteil der Einrichtung. Der Laster steht mir aber im Weg. Fast scheint es so, als ob der Saboteur gewusst hätte, dass ich diesen alternativen Eingang in Betracht ziehen würde. Lieferplan. Und wie zum Teufel sollen wir diese verdammten Terminpläne einhalten, wenn selbst die einfachste Ausrüstung, die man uns zur Verfügung stellt, einfach nicht ihre vorgesehene Funktion erfüllt? Diese verfluchten Fliegen, die auf meinem Fernseher rum. Das ist mein Fernseher. Oh, Entschuldigung. Diese verfluchten neumodischen LKWs schaffen nur einen Bruchteil der Strecke meines alten Gauls? Ah ja. Bevor ihnen ihr stinkendes Benzin ausgeht. Der Boss sagt zwar, dass das schon in Ordnung wäre und dass es außerhalb der Fabrik genügend Pumpen für ihre Betankung gäbe, aber dazu darf man dann einen verflixten Tank vom LKW zur nächsten Pumpe schleifen und ihn dort auffüllen. Und der im Lagerraum ist wieder leer. Egal, zum Teufel damit. Genug für heute Nacht, ab ins Bett. Ist ja nicht gerade so, als ob jedermann Zugang zu diesem verdammten Friedhof bräuchte. Nachricht für Harry, wir treffen uns im Damson Templar auf ein Bier. Ja, also wie gesagt, Zeit ins Bett zu gehen. Stimme ich ihm vollkommen zu. Zeit ins Bett, okay. Come on, Papa. Let's climb this one. I can see more pictures at the top. The top. Komm, Papa, wir gehen auf den Friedhof. Oh Gott. Ich höre was. Echt? Irgendwo. Kirche? Eine Glocke? Nee, ich höre eine Kirche. Nee, das Licht gibt nach. Eier, Eier, Eier. Geh mal durch die Tür. Mach ich doch. Guckst du auf die Zeit, Wenn die bitte? geht. Oh! Ja, hab ich. Schön. Das geht nicht. Aber da kommst du durch. Gott, rote Augen. Alter. Hör auf mit diesen Dein Späßchen. Licht flackert. Danger! Danger! Gefahr, höchst ätzend. Chemikalientransport. Höchst entzündlich. Oh Gott. Ein seltsamer Behälter. Dieser Kanister sieht so aus, als würde er zu der Treibstoffpumpe passen, die ich zuvor gesehen habe. Jedenfalls verströmt er denselben unsäglichen, unheiligen Gestank. Ich werde nicht an das denken, das in seinem Käfig an mir vorbeilief. Ich werde nicht noch einmal in diesen finsteren Maschinenraum Hinein? hineinschauen. Es gibt Dringenderes zu erledigen und vielleicht sogar die Gelegenheit, Zugang zu St. Dustin zu erhalten. Dunstans. Dunstans. Saint Dunstans. heißt es Du übrigens. kannst auch, ja. Okay. Also gehört das Ding irgendwo hier hin. Aber drück mal vielleicht erst den Knopf oder so, vielleicht. Push the button. Nicht den da. Fluteinbruch. Fluteinbruch. Notabschaltung in Kraft. In Kraft. In Kraft. Wir kalken nicht pushen. Kannst du nicht pushen? Okay, nimmst du den vielleicht mit Ja, raus? ja. Was sieht denn? Sieht aus wie eine Batterie oder sowas. Ja. Also eine Eine zu. Holzbatterie? Nee, eine zugemachte Batterie. Weiß ich nicht. Sieht eigenartig aus. Ja. Vielleicht hier irgendwo Ja, Maschine. ja. Er meint hier mit. Ja, da, ne? Und die Dinger sind immer wieder da. Jetzt gerade wieder. War gerade noch nicht da. Echt?
Ja. Vielleicht auf der anderen Seite, ja. Nee, kommst nicht hin. Vielleicht musst du das andere Ding rausnehmen? Habe ich ja gerade versucht. Kam ich ja nicht ran. Sicher? Ich glaube schon. Geh nochmal zurück, bitte. Das will ich sehen. Jetzt will ich erstmal hier lang gehen. Das will ich sehen. Da okay, das gibt's Fenster, ja. Durchs Fenster wahrscheinlich nicht nochmal. Also glaube ich nicht. Denke ich auch nicht. Das wäre zu weit zurück. Muss mir bisher auch noch nicht. Von daher. Nee, ich denke schon. Entweder da rein oder das Teil irgendwie rausholen. Ah. Hockst du die ganze Zeit? Nee. Aber es ist hochgesprungen. Ach so. Jetzt kriegst du ihn hier wieder. Okay. Ja, versuch's mal doch irgendwie da reinzukriegen. Ja. Vielleicht. Das will ich nicht, ne? Okay. Vielleicht dann doch nicht hier. Und raus kriegst du es auf jeden Fall nicht. Oh. Ja, aber geht ja nicht. Ach, weil das Auto. Also muss das Auto doch irgendwie weg. Ja, ja. Verstehe ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Vielleicht. Nee. Aber normalerweise geht's ja relativ gut rein, also. Ja, ja. Meistens. Das ist ja dann so vorgefertigt auf jeden Fall. Ein Rätsel. Dann nimm das Teil vielleicht mal oder schau dich mal hier noch ein bisschen genauer um. Würde ich jetzt auch machen. Ja, bevor das Ding holst irgendwie. Können wir dann auch noch später machen. Wenn wir irgendwie eine Einbuchtung gefunden haben. Eine mögliche. Oh Gott, jetzt muss ich niesen. Ich muss niesen. Hatschi. Igitt. So, mal sehen, ob ich das rausschneide. Ich glaube nicht. Es tut mir leid, liebe Freunde. Das Licht ist wieder an. Das Licht ist schon die ganze Zeit an. Das Rot ist vorhin ausgegangen. Echt? Ja. Warum kannst du nicht den Knopf drücken? Oh. Oh, eine Tür. Soll ich das Ding vielleicht wiederholen? Ja, ja. Das ist dann wahrscheinlich, dass es da reingehört, als da. Aber es sieht genauso aus. Also es war fast naheliegend, dass es da reinkommt. Scheint also irgendein Tank zu sein. Das könnte ein Tank sein, wovon die gesprochen haben. Ja. Danke, besser. Also es könnte der angesprochene Tank sein, der zwischen den LKWs... No. Geht nicht auf? Nee. Na toll. Jetzt bin ich aber mit meinem Latein am Ende. Ja, ohne Scheiß. Drück vielleicht jetzt mal einen Knopf. Wenn es. Also vielleicht ging es ja oder würde es. Nee, kann ich nicht. Ja, ja. Nee, hätte ja sein können, dass die jetzt vielleicht einen Tank auswechseln oder so, weiß ich nicht. Aber das Ding ist auch nicht ganz funktionstüchtig, wie das Ding, wie es scheint. Hochentzündlich. Kannst du den schieben oder so? Nee, ne? Hatte ich auch schon, na, gibt's ja nicht wirklich irgendwie was zum... Eine Kurbel zum Andrehen. Ja, stell dich mal richtig davor. Jetzt geht das Ding vielleicht, oder jetzt... Ha? Läuft das? Ah, boah. Vielleicht muss es irgendwie... Oder jetzt kriegst du heraus, dass es vielleicht leer ist, der Tank? Ja. Und jetzt musst du den Tank wechseln, vielleicht. Alter. Könnte sein, also das ist so Videospiellogik. Man findet erst heraus, dass es nicht geht, bevor es... Oder es geht erst, bevor man herausfindet, dass es nicht geht. So. Nachdem. Ja, sag ich doch. Das davor gesagt. Na bevor. Eben. Okay, es geht immer noch nicht. Aber es könnte sein, dass es wirklich da reinkommt. Früher oder später. Die Virendatenbank. Schon bitte? Wie oft wird denn das? Das ist deine. Das ist vorher meine. Ach so. Ah, deswegen warst du weit weg.
Vielleicht in die andere Richtung? Nee, geht nicht, habe ich ein Problem. Nee. Versuch Pommer ineinander, also ganz schnell. Ja, ja, aber der fasst es nicht immer gleich an danach. Okay. Wir sollten die Zündung wechseln. Irgendwas hat's damit auf sich. Wir wissen noch nicht recht was. Nö. Jetzt habe ich vergessen, weil ich auf die Uhr geschaut habe. Hab ich auf die Uhr geschaut? Ja. Na kacke. Renner! Mach's rein! Der Tank will rein. Der Tank will rein. Ah ja. Ey, jetzt will ich aber auch mal langsam weiter, ohne Scheiß. Schieb mal an. Vielleicht kannst du die Türen aufmachen. Vielleicht ist hinten auch noch so eine Kurbel. Nee. Jetzt wird's aber ganz schön tricky hier, liebe Freunde. Da ist ein Tank. Großen Tank? Ja, aber. Nee, ist der Auspuffanlage, ne? Ja. Ja, das ist der Auspuffanlage. Oh, noch ein Auspuff. Räder. Eine Kurbel. Zwei Räder. Ey. Haben wir irgendwas übersehen? Weiß ich nicht. Oder übersehen wir jetzt irgendwas? Kannst du das Ding nicht rausholen? Nein, also... Immer noch nicht. Hier, egal. Also kannst du irgendwie näher ran oder so? Ja. Okay. Ja, näher ran geht nicht. Ja. Das ist ja... Wo sind? Ja. Nee. Schieb so rein. Ja. Schieb es irgendwie rein. Mann. Schieb das Ding ins Loch. Ja, und nur höher. Nee, es geht nicht. Ja, natürlich geht es ja nicht. Selbst wenn du es reinkriegst, kriegst du es wahrscheinlich nie wieder raus. Ja. Mann, ey. Okay, guck dich mal weiter um, bitte. Ja. Vielleicht ist ja doch noch irgendwo irgendwie was. Vielleicht musst du auch doch nochmal durchs Fenster. Nein, ist, glaube ich, halt irgendwie nicht. Oh. Das ist guck mal in die letzte hier Aufzeichnung. Haben wir ja, echt. Vielleicht. Diese Kanister, Treibstoffpumpe, die ich zuvor gesehen habe. Die du zuvor gesehen hast. Ja. Ja, vielleicht doch irgendwie im Treibstoff reinmachen vielleicht erstmal. Ja, woher denn? Durchs Fenster. Wie durchs Fenster? Geh mal zurück, durchs Fenster bitte. War da nicht irgendwie so eine Art Treibstoffpumpe? Boah, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht, aber es kann sein. Vielleicht müssen wir jetzt erstmal zurück. Ach so, klar, Alter. Das Ding, was ich nicht benutzen konnte. Was? In der letzten Folge, am Tor. Am Tor? Was? Am Tor war doch so eine Säule mit Wasser drin, oder halt Treibstoff in dem Fall wahrscheinlich. Geh mal weiter, da rechts. Nein, zurück, da ist Sackgasse. Sackgasse. So. Ach ja. Ne? Ja, das war zu einfach. Das habe ich total vergessen schon wieder. Ja. Oh. Jetzt ist nämlich... Ja, ja. Der Treibstoff war nämlich doch alle. Ja. Aha. Und jetzt geht's wahrscheinlich auch ins Auto rein. Guck nach links. Guck zur Tür, Mann. Ach. Und da kommt nichts. Oh mein Gott. Irgendwo ist hier was. Dreh weiter, Mann. Nein. Na doch. Oh mein Gott. Auf die andere Seite, Mann. Rechts. Oh mein Gott. Es geht nicht mehr. Eine schnelle Flucht. Oh, guter Herr. Jetzt kannst du ruhig alles lesen. Alles Gute und Heiligen, ich muss fliehen. Mir diesen Behälter und seinen ekelhaften Inhalt schnappen und von diesem Ort entkommen, bevor diese Kreatur, dieser Fastenmensch zurückkehrt. Ich werde mich zur Kirche begeben, denn solch eine Abscheulichkeit kann mir bestimmt nicht auf heiligen Boden folgen. Okay, schnapp dir das Teil und verpiss dich. Kann ich nicht. Okay, dann mach weiter. Oh. Ja, okay, es geht leer. Jetzt muss ich beeilen, das Ding schnappen und zum Auto... Ja.
Weiter treten. Okay, schnapp das Teil. Und, ja, jetzt hörst du sogar, dass das drin ist. Ja. So, jetzt ab durchs Fenster. Ganz, ganz schnell durchs Fenster. Ey, hör auf bitte, ich krieg Panik. Ja? Viel Panik? Pack's durch, schieß irgendwie. Okay. Komm, komm, komm. So, Steuerung, genau. Na. So. Jetzt schnapp dir das Teil und ab zum Auto. Falsche Richtung? Nee, war schon richtig, ja. Oh Gott, ey. Das Vieh. Wieso kommen die immer bei mir? Ohne Scheiß, es kotzt mich so an. Ich raste richtig aus. Bist auch zu, du musst doch ein bisschen zu mir kommen irgendwie. Ich muss ja auch nicht. So, jetzt. Sehr schön. Es läuft. Okay, jetzt kannst du da durch. This way, Papa. Come and see. Will it hatch? Can we take it home? Yes, my darlings. Of course we can take it home. Okay, okay, okay. Boah, Alter. Die Frage ist, wo lang jetzt, ne? Ja. Ein totes Schwein. Ja. Ein paar. Ein paar tote Schweine. Und eine Leiche. Oh, Alter. Du musst auf geheiligten Boden. Ja, bin ich doch. Friedhof ist geheiligt? Ne, ist doch Kirche. Ist doch Kirchen, Grund. Der Kirchenfriedhof. Ach so, Friedhof auf, ja? Ja, kurze Standbild. Ja, läuft wahrscheinlich noch nicht ganz so rein. Ja, kann passieren. Hättest mal die andere Tür genommen. Vieh und Bibel, da war noch keine andere. Doch. Lilly tanzend, Lilly tanzt auf dem Tisch, ihre Augen glühen, diese Liebe in ihr Herz gebrannt. Sein Herz verbrannt durch die Hitze dieser Liebe, seines Liebestanzes, ah ja. Seines Liebestanzes. Wir müssen, glaube ich, Feierabend machen. Ja. Liebe Freunde, wir haben, glaube ich, länger gemacht als üblich, aber ich habe vergessen, wann wir auf die Uhr geguckt haben. Aber wir haben jetzt einen schönen Abschluss. Wir sind jetzt in der Kirche und da liest du noch mal was vor. In St. Dunstan. St. Dunstan ist ein Lied. Egal. Ich erinnere mich, wie saßen hier. Okay. Wir saßen hier ganz in Schwarz und wir trauerten und wir beteten und wir senkten unsere Häupter. Oh, wie ich Gott damals hasste, wie ich ihn verschmähte. Wenn dies unser Herr ist, dieses Schwein, das mir meine Frau gestohlen hat, dann fechte ich seine Liebe an. Ich werde für uns alle einen neuen Gott schaffen. Welch Wahnsinn, was für ein Narr ich gewesen bin. Hätte ich solch blasphemische Delirien in mir bewahrt, ich wäre dem Untergang geweiht. Doch selbst hier fühle ich die Maschine unter dem Steinpflaster hämmern und ich weiß, dass mein Weg auf mich wartet. Was ist diese Maschine, ey? All das und vieles mehr, liebe Freunde, sehen wir in der nächsten Folge. Amnesia 2, Machine for Pigs. Morgen 20 Uhr geht's weiter. Auf jeden Fall. Habt eine geruhsame Nacht.